Satz Nummer 2, 25, 17 und Satz Nummer 3, 23, 17 auch hier Spielzeit, 23 Minuten, also wirklich wie der zweite Satz bei Maßarbeit. Und ich möchte natürlich das Mikrofon ja auch gleich weitergeben, hier an unseren Gästetrainer hier nochmal begrüßen wir. Michael Merten, Trainer vom Sportclub Potsdam, Aufsteiger, hier trifft auf den deutschen Meister, 3-0 verloren. Und vielleicht ganz kurz mal das Statement als Trainer hier zum Spiel. Ja, erstmal einen schönen guten Abend, Gratulation an Schwerin. Ich denke, wir haben heute im Spiel keine Chance gehabt. Trotz Aufsteiger vor, also wir haben, denke ich, besser gespielt wie die letzten Spiele und Schwerin hat uns absolut dominiert und absolut verdient das Spiel gewonnen und gerade im Schwerangriff hatten wir keine Möglichkeit mitzuhalten. Ja, also muss ich einfach akzeptieren, dass wir heute die unterlegene Mannschaft waren und den amtierenden deutschen Meister uns geehrt haben, aber mehr war nicht drin. Wie sind die Ziele für Potsdam? Aufgestiegen ist klar, man möchte natürlich sicherlich, das denkt auch jeder andere, dass die Heimmannschaft hier in der Liga bleiben. Aus deiner Sicht, wie ist der Saisonstart verlaufen, beziehungsweise wo sagt ihr, da greifen wir an und wollen vielleicht drin bleiben? Ja, Klassenerhalt ist natürlich unser Ziel, ganz klar als Aufsteiger. Saisonstart war gut mit Siegen im Pokal gegen Aachen und gegen Sinsheim. Danach kamen die vermeintlich Großen, wo wir keine Chance hatten. Und dazu noch ein Debakel in Köpenick, mit dem wir nicht gerechnet haben. Berliner ist bei uns, da haben wir nicht gut ausgesehen. Und seitdem sind wir wieder ein bisschen auf dem Aufsteigen Gast. Aber Saisonziel bleibt natürlich Klassenerhalt. Denkt an einen guten Tag, wenn man den einen oder anderen ärgern. Aber ja, Klassenerhalt ist trotzdem das Wort. Okay, danke schön. Jetzt mal an mir, Michael Merten, Trainer vom Sportclub Potsdam. Ich möchte das Mikrofon noch gleich weiterreichen an Edwin Bennett. Das Motto war bekannt, es stand teilweise auch in der Presse. Deutscher Meister trifft auf Aufsteiger. Das Ergebnis sagt ein 3-0. Die Ergebnisse in den einzelnen Sätzen, denke ich mal, sind auch klar. Aber du als Trainer hast ja, was du siehst, was gut ist und was dir natürlich nicht gefällt. Also auch wenn man seine Runde gewinnt, hat man immer noch etwas. Ja, wir wollen natürlich nicht nur das Spiel gewinnen, gut spielen, aber wir wollen uns auch vorbereiten auf die kommenden Spiele kommen. Da sind noch ein paar harte Wochen. Und von dem her haben wir versucht, unsere Leistung, die wir auch letzte Woche in Stuttgart gezeigt haben, zu behalten. Das ist uns ganz wichtig, dass wir fit bleiben, dass wir vorn bleiben. Und das ist gelungen natürlich. Jeder Gegner, wenn man jeder Gegner ein bisschen Platz gibt, ein bisschen Zeit gibt, ein bisschen einfach spielt oder Fehler macht, jeder Gegner löst das raus, das macht man kurz an. Und wir haben natürlich auch ein paar gute Einzelspiele in den Städten und sind auch immer an uns in Probleme zu bringen. Für jeden Tag ist das. Und ja, es sind Sachen, die wir natürlich besser machen müssen. Von denen wir sind dann gut vor uns zu spielen, nicht gut zu spielen, aber. Und im Endeffekt geben wir es und zeige ich Ihnen, kann gut was drin sein. Also, danke schön, Herr Effenberg, hier beim Schwingen SC. Ganz kurz noch hier noch eine Frage an Michael. Wie geht es weiter für Potsdam, die nächsten Spiele? Hast du im Kopf? Ja, habe ich im Kopf, das habe ich auch. durch unser Pokalspiel gegen Aachen haben wir uns qualifiziert, jetzt auf das Achtelfinale, spielen nächsten Sonntag in Stuttgart. Ich denke von den, nee, in Stuttgart, wie gesagt. Ich denke, von den Bällen wird man ziemlich ähnlich sein wie letzte Woche in Stuttgart. Vielleicht können wir da unseren ersten Überraschungs-Coup landen, sicher auch im Sinne von Schwerin vielleicht. Und dann ist bei uns ein extrem wichtiges Spiel am Mittwoch, unser erstes Mittwochspiel gegen Alemannia Aachen, diesmal das Punktspiel am 2. Dezember. Und das ist für uns dann ja, entscheidender Abend. Dann will ich das Mikrofon nochmal gleich weitergeben an Edwin. Stuttgart hat ja zu Hause verloren. 13-0 gegen Schwerin war aber eigentlich eine positive Überraschung für alle Stuttgarter Volleyball-Fans. Man hat ja gedacht, das wird etwas knapper dort. Und wir haben bestimmt Videomaterial, ne, für unsere Kollegen aus Berlin. Also, das Spiel war natürlich genau ein Spiel, absolut. Und ich denke, dass wir vor allem im taktischen Bereich
Stuttgart weiterbringen. Und einfach mal den wieder kriegst du sicher noch. Also die kann man schon ziemlich schnell machen. Also das ist schon so. Ja, weiter. Du willst wissen, was wir in Zukunft machen wahrscheinlich. Bis Sonntag. Samstag sind wir Köpenick auswärts Pokalspiel. Natürlich Europa Cup. Am Dienstag zwischendurch sind die beiden Spiele schon auf und auf Hamburg. Also das geht nicht los. Also Infos nachher nach dem Spiel. Vielleicht haben wir ja noch eine Briefkastenadresse, wo euch was hinschicken kann. Und dann sollte es gegen Stuttgart vielleicht gut enden für euch. Wir drücken euch die Daumen. Wir kommen natürlich hier noch zu einer positiven Sache. Michael Merten, Trainer hier bei Potsdam, darf jetzt schon mal die Mutmacher in die Hand nehmen und die beste Spielerin beim Stirniger Sportclub führen. Für heute mal. Ja. Davor möchte ich aber nochmal Schwerin auch erstmal viel Erfolg wünschen für den Europacup, dass wir erfolgreich starten. Und dann würde ich die Julia Retzlaff bitten, nach vorne zu kommen. Ja, unsere Mannschaftsführerin Julia Retzlaff kommt hier gleich nochmal auf die Mitte und bleibt hier stehen. Hier in unserer Mitte, genau, ich habe hier schon den Apfelsaft bereitgestellt. So, und jetzt natürlich auf der anderen Seite darf Edwin Bennett das machen. Hättest du eine Favoritin, beste Spielerin bei unseren besten Potsdam? Also ich fand die Angreiferin ganz gut. So die Diagonal- und Außenteilweise haben die echt gute Bälle geschlagen. Ich finde das echt nicht mehr zu sagen. Gut, wen wollen wir sehen, sehen sich dann jetzt Edwin Bennett entschieden. Ich höre ja immer noch mal Captain. Diagonal Laura. Nein. Ja, dann gucke ich nochmal drauf. Wir haben auch nochmal vielleicht die Spielerinnen. Die Nummer 17, Laura Feiermeier, beste Spielerin beim Sport der Boxer hier heute für unseren Trainer. Die geht auch Laura, kommt dann hier nochmal anschließend gegen uns hier in die Mitte. Und ja, ja, machen Sie mal. Genau, schicken. Bevor wir noch an eine angenehme Aufgabe kommen, wir haben die auch schon gestellt. So, ganz kurz möchte ich mal darauf hinweisen, auch wir sind dann in Berlin gemäß am 28.11. der Schweriner Sportclub beim Köpenicker SC in Schwerin, das ist ja bekannt, in der neuen Halle, Hemmelingstraße 18 bis 88, spielen wir 19 Uhr, wenn Sie dabei sein wollen in der Bundeshauptstadt. Wir haben dann die Aktion Montag und Dienstag am 23. und 24.11. verkaufen unsere Mädels Europapokal-Tickets im Schlossparkcenter zu einem Sonderpreis, den ich hier nicht verraten darf. Ansonsten dürfen Sie daher kaufen für 10 Euro und für 8 Euro ermäßigt. Ticketservice, Sport und Kongresshalle. Was haben wir? 6 Euro? Das steht in der Zeitung. Okay. Und dann ist es soweit, am 1.12. hier zu Hause Schwerin gegen Kanti Schaffhausen. Also die Termine sollten sich noch merken. Die Trainer dürfen jetzt sich ihre Getränke nach vorne nehmen. Natürlich, Laura, du hast das Anrecht, weißt du? Dann nehmen wir mal hier, genau. Und, du auch, ja. Also, wir bedanken uns, dass Sie hier waren. Nehmen Sie unsere nächsten Termine wahr. Wir freuen uns dann auch eben zum Start Europapokal am 1. Dezember in der Schweriner Sport- und Kongresshalle. Einen schönen Samstagabend, einen schönen Sonntag und dann wieder eine tolle Woche auf Arbeit. Bis dann, hier im Namen von Schweriner Sport. Bis dann.